Oh, was sehe ich denn da? Die Gegner haben ja gar nichts in ihren Clanburgen. Ich glaube, das gucken wir uns heute mal etwas genauer an. Bis gleich. Und damit ein herzliches Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatuto, beim Clan True Warriors. Ja, wie eben schon im Vorfeld angedroht, der Gegner hat überhaupt keine Clanburg-Truppen scheinbar. Irgendeiner hatte das heute dann auch schon mal in der Mail geschrieben und ich habe das jetzt eben mal stichprobenartig überprüft, habe dann auch überhaupt mal geguckt, wie der Gegner so aussieht und habe dann gesehen, dass ganz, ganz viele Bases einfach auch schon von den Farmdörfern her sehr verwaist sind. Absolut volle Bohrer, volle Lager. Und das lässt darauf hindeuten, dass dieser Clan hier im Moment nicht sehr aktiv ist. Wir können mal reingucken. Hier oben geht's noch. Da hat jeder eine Liga. Ja, da gibt's so ein paar alle in Champion. Und haben auch alle ein bisschen was gespendet. Aber dann wird das schon ein bisschen Mauer. Und scheinbar haben sie alle in den Clankrieg geschickt, die hier unten sind. Nämlich die überhaupt keine Liga haben. Das heißt, sie haben null Angriffe, null Verteidigung und sie haben vor allen Dingen nichts gespendet. Das heißt, das sind komplett Inaktive, die zurzeit überhaupt nichts machen. Das deutet darauf hin, warum der Gegner überhaupt dann auch den Satz hier oben in seiner Clan-Beschreibung hat. Load only, Town Hall outside please. Sie wollen einfach nur Lootangriffe machen und mehr nicht. Also gewinnen wollen die scheinbar nicht. So macht natürlich ein Krieg auch keinen Spaß. Ja, wie das dann aussieht, kann ich euch kurz in einem einzigen Kampf zeigen. Ich glaube, wir hatten aber auch gerade hier noch einen Live-Kampf. Ja, der war auf die 23 von Iceman, 95%. Ist natürlich vermutlich sehr, sehr schade gewesen. Aber hier haben wir einen RH10-Angriff vom Swash. Und wie das dann ohne Clanburg aussieht, das sieht man hier. Man kann einfach, ich hätte fast gesagt, man schickt mal ein paar Truppen und latscht dann durch diese Base durch. Okay, hat ein bisschen Glück gehabt, so hier und da. Ihr habt es ja schon gesehen, ist ein Dreiständer geworden. Aber ich meine, wenn einem keine Clanburg-Truppen entgegenkommen, spätestens an diesen Stellen kommen einem da eigentlich Drachen entgegen, Loons, Luckys, Magier, was auch immer. Und dann wird es doch schon ein bisschen schwerer. Und man schafft nicht unbedingt mal eben so drei Sterne auf so eine Base hier. Die Bowler räumen natürlich am Ende noch ganz gut ab. Alle Bowler noch voll in Heilung. Es lebt noch ein bisschen was an Def, aber das ist für die Jungs jetzt auch kein Problem. Die Queen bohrt sich da noch durch die letzte Mauer, wird aber vermutlich gleich noch sterben. Ja, der Bogenschützenturm schafft jetzt die Queen doch noch und die Bowler packen es aber noch bis zum Ende. Zwei Magier, einen hat er jetzt noch gesetzt in der Nachhut. Und dann machen die das hier mal eben nochmal spannend auch zum Ende, glaube ich. Ich habe das eben nur im Chat gesehen. Denn die können sich ja manchmal nicht entscheiden, welche Mauer nehme ich jetzt. Jetzt werfen sie nämlich erst alle auf die Mauer. Und dann sieht das gleich ganz komisch aus. Jetzt gehen sie rein. Einer fliegt weg, zwei gehen zurück. Oder nee, das war ein Magier, der wegflug. Zwei gehen zurück und einer macht das letzte Gebäude. Auch witzig, sieht man auch nicht alle Tage. Warum die anderen beiden jetzt doch keinen Bock drauf hatten, das Gebäude zu machen, das wissen wahrscheinlich nur die kleinen blauen Jungs. Ja, was gibt's noch in Clash of Clans? Zurzeit gibt es ein Event, das Babydrachen-Event. Das heißt, wir bauen für nur 1600 die kleinen Babys für RH10. Ich habe es ja erst auf 2. Ist das jetzt eher suboptimal gewesen? Ich habe 2 Angriffe schon damit gemacht. Die sehen wir hier. Ich meine, Lot ist ganz ordentlich. Nur brauche ich zurzeit sehr viel Gold, denn ich habe einen Bauarbeiter frei. Habe etwas über 2 Millionen nur. Meine Clanburg ist immer noch bei 920.000, hat sie also noch nichts getan. Ich habe auch so gut wie gar nicht heute angegriffen, da ich auch mal was anderes zu tun hatte. Und ich würde sagen, wir gehen einfach live in einen Kampf rein, gucken, ob wir die 30 Juwelen und die 300 EP eben mal abräumen können gegen eine Base, die dann auch ein bisschen was für uns zu bieten hat und natürlich mein Babydrachen jetzt noch nicht ganz so stark aufstößt. Schauen wir mal. Ich würde sagen, jetzt ohne mal in die Lüfte zu gucken,
Den nehmen wir mit. Der sieht gut aus. Verlassenes Rathaus 11 hier unten in Kristall. Und ich muss mal gerade sehen, ob ich irgendwo etwas mit meiner Queen schon mal vorab reißen kann. Ich glaube, das kann ich, weil zufällig habe ich hier ein paar Riesen und habe eine Queen. Die müsste es eigentlich packen, die eine Ladort noch schon mal wegzukriegen. Das wäre zumindest wär das ideal. Und ich könnte dann, jawohl, das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Mal gucken, ah, die geht nach da. Das heißt, die wird auf jeden Fall dann auch noch den Bogenschützenturm schaffen. Ja, die Queen schaffen wir leider nicht. Aber das ist nicht so tragisch. Die holen wir uns dann gleich. Ich schicke erstmal meinen, was habe ich hier? Ich habe einen Hund in der Clanburg. Wir schicken die Loons mal hier hinter. Und dann mal so ein bisschen versetzt hier die Babydrachen. Jetzt muss er natürlich ein bisschen auf meine Queen schon mal achten. Und ich glaube, ich schmeiße hier mal ein Gift hin. Gucke jetzt aber, dass ich hier jetzt noch einen Hund abwerfe. Ich muss mal eben so ein bisschen auf nicht stumm stellen, aber ich muss mich mal eben konzentrieren. Die Queen habe ich jetzt leider schon gezündet. Jetzt muss ich hier mal meinen Loons ein bisschen Gas geben. Ah, sieht noch gut aus. Ich hoffe ja, dass da noch ein paar Puppies, Lava-Pups noch aufploppen. Jawohl, da hinten sind noch welche und ich habe auch noch ohne Ende Babys. Ich brauche keinen Zauber mehr, denke ich mal. Oder? Nehme ich ihn noch? Nee, da sind noch so viele Loons. Da brauche ich keinen Zauber mehr. Da die Luftabwehr ja keinen Flächenschaden macht, sondern nur Einzelschaden. Ja, schöner Angriff hier. Ich kann leider nicht vorspulen. Den müssen wir jetzt mal ablaufen lassen. Aber so habe ich das Event wirklich gut rübergekriegt. Hab drei echt starke Angriffe mit diesen Truppen gemacht. Ich meine, sie sind zum Farmen wahrscheinlich auch noch nicht mal schlecht. Da würde ich, jawohl. Ah, den haben wir auch abgeschlossen. Okay, dann haben wir jetzt auch ein bisschen mehr in unserer Treasury. Und wir bauen die einfach mal nach. Ah, ich kann sie nicht ganz nachbauen. Dann muss ich sie mal von Hand nachbauen. Ich glaube, das waren so ein paar von... Oh, das war doof. Da muss ich hier eben mal gucken, was ich hier noch nicht habe. Ich glaube, ich habe eben so ein paar zu viele Riesen verspendet. Dann nehmen wir hier wieder 10 von denen mit. Wir nehmen einen von den Hunden. Nehmen noch einen zweiten Hund mit rein. Und noch einen Loon. Das muss reichen. Das sieht gut aus. An Spells ist das natürlich nicht so schick. Dann nehmen wir wieder 4 von denen, einen von denen. Und den Ei lassen wir ruhig mal drin. Jo, das sieht gut aus. Wir gucken mal, ob wir noch einen CK-Angriff haben. Wir haben im Moment keinen Live. Ich meine, der Krieg hat auch gerade erst angefangen. Womöglich zeige ich von dem Krieg auch gar nicht so viel, weil es für euch wahrscheinlich unspektakulär ist, dass wir hier auf Bases angreifen, die natürlich die eine Base darstellen, aber so ganz ohne Clanburg-Truppen. Nichts kommt einem entgegen. Der Gegner wird vermutlich auch ganz wenig angreifen. Und das ist dann, das muss ich nicht unbedingt zeigen. Das ist Blödsinn, finde ich. Was hat sich sonst noch getan? Ich habe wie gestern besprochen, mein Magierturm gestartet auf Max-Level für Rathaus 10. Finde ich ausgesprochen gut. Und vermutlich werde ich auch mein King nicht geben müssen, denn wenn ich ein oder zwei Sterne hier hole mit meinen Angriffen, dann reicht das wahrscheinlich. Und ich muss vielleicht den King gar nicht geben, kann ihn auslaufen lassen. Hab jetzt von gestern auf heute natürlich ganz gut Dunkles geholt, nur mit diesen paar Angriffen. Das sieht man hier, 4-1. 3,8, das sind schon mal 9.000, dann 10,7, ja, das geht. Das ist ganz gut. Ich glaube, gestern hatte ich 66.000 drauf oder so. Habe ja noch gestern ein bisschen rumgefarmt. Und heute 99.000. Das sieht gut aus, aber ich werde wohl heute noch so ein bisschen... Oh, es kommt kurz mal das böse Zeichen. Das heißt, für mich das Zeichen, jetzt reicht's, ich muss aufhören. Werde also heute noch ein bisschen farmen. Ich denke, ich lege auch mal eine Runde Schub ein. Das kann ich mir ruhig mal gönnen, wenn ich den King schon nicht vorgeben muss. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in einer weiteren Folge. Unter Umständen die CK-Angriffe. Ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben, was ihr hier sehen wollt. Denn immer nur mit Kobolden farmen ist natürlich langweilig. CK-Angriffe sind immer spannend, aber live kommt im Moment hier nichts rüber. Ich denke, einige warten auch noch auf ihre Helden oder greifen auch erst morgen an. Deswegen sehen wir es natürlich etwas später. Und wenn euch die Folge hier gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, falls ihr hier neu auf dem Kanal seid, und dann sehen wir uns ganz, ganz sicher in einer weiteren Folge, wenn der Toto wieder
clasht.